Herr Ludwiger, wie sind denn die Berichte so vieler Menschen zu bewerten, die über angebliche Entführungen berichten? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, denn es wird da etwas erlebt und das sagen uns die Psychiater und Psychologen, was nicht bei den in der Schulwissenschaft der Psychologen bekannt ist. Also es gibt dieses posttraumatische Stresssyndrom, was auftritt. Man weiß, dass dieses Stresssyndrom nicht durch einen schlechten Traum sich entwickeln kann, sondern dem muss irgendetwas zugrunde liegen. Wenn nun also die Menschen behaupten, sie wären entführt worden und schildern das detailliert, und wenn sie sich nicht ganz erinnern können in der Hypnose, dann nochmal die Details besser bringen, dann ist die Frage, ist das wirklich das Erlebnis gewesen, was sie schildern, oder ist das nicht objektiv? Im Moment ist meine persönliche Meinung, ich warte erst ab, wenn jemand mit so einer Geschichte kommt, ob zu dem Zeitpunkt und an dem Ort zugleich ein Radarbild das bestätigt, und zwar von der militärischen Luftraumüberwachung, dass uns dann gesagt werden kann, tatsächlich, da haben wir eine Spur gehabt, die reißt da ab, es ist vielleicht da so ein Objekt gelandet, dann würde das bestätigen. Darauf muss man warten, aber das ist natürlich schwierig, mit dem Militär in dieser Weise zusammenzuarbeiten. Aber in absehbarer Zeit wird es diese Belege dafür schon geben. Wir haben mit mehr als 100 Personen persönlich gesprochen. Von der Hausfrau angefangen bis zu Ärzten und Personalchefs und Wissenschaftlern, Meteorologen, Astronomen. Sie sehen das ja auch. Es ist ja nicht so, dass kein Astronom jemals ein UFO gesehen hat, wie immer behauptet wird, wieder von Wissenschaftsjournalisten, die ja das Weltbild so ein bisschen verteidigen wollen. Nein. Das wird überall gleicherweise gesehen, und zwar verstärkt von den Leuten, die früh morgens im Freien sind. Also ich könnte Ihnen einige Berichte zeigen, vielleicht diejenigen, die mich immer am meisten interessieren, wenn die Objekte ganz nahe sind, also näher als 30 Meter. Es wird ja immer behauptet, ja, das ist weit weg, das ist eine Verwechslung. Nein, aber wenn so ein Objekt wirklich bis auf 5 Meter rankommt, dann ist eine Verwechslung nicht mehr möglich. Dann kann man bloß sagen, die Leute, die lügen alle. Aber man merkt dann an den Ängsten der Leute. Beispielsweise, wenn sie am Telefon Weinkrämpfe kriegen, weil das Objekt ganz nahe übers Auto gekommen ist und ein paar Mal sie richtig angerufen hat. Und dann, wenn man wieder hinfährt, nach Wochen, und sie nochmal befragt, dass sie wieder in Tränen ausbrechen. Da ist was passiert. Das ist nicht so etwa, dass da jemand einen Stern verwechselt und meint, das ist ein UFO. Das sind schon handfeste Dinge, wenn die Objekte nahe dran sind. Und die will ich Ihnen zeigen, da will ich Ihnen einige Beispiele geben. Ja, wenn Sie mögen, dann kann ich Ihnen mal einige von den Fotos zeigen, bei denen es sich um echte, nicht identifizierte Flugobjekte handelt und nicht um irgendwelche Artefakte oder sonst was. Zum Beispiel ist dies in Puerto Rico von zwei Polizisten aufgenommen worden. Sieht aus wie so eine Tablette mit ganz hellen, strahlenden Fenstern. Oder ja, in Hawaii und in Kärnten 1944 von Yachtfliegern aufgenommen. Diese Objekte sehen ganz verschieden aus. Manchmal wie Hüte, manchmal wie Kugeln. Einige Male sieht man auch dieses Solid Light, so nennen wir das. Also Lichtstrahlen, die abrupt in der Luft aufhören. Es sind so leuchtende Zonen. Das hier ist eine Aufnahme aus Frankreich. Dann ist das eine Aufnahme, die während der Sonnenfinsternis über dem Tschad aufgenommen wurde. Dieses kleine Objekt hat man dann gesehen. Wissenschaftler haben das dann analysiert und nicht rausgekriegt, um was es sich dabei handeln konnte. Das hier ist in den USA aufgenommen worden. Hier etwas in Portugal. Ich blätter mal schnell weiter, dass Sie sehen, es gibt da so Kugeln mit, das sieht fast so aus wie ein Ballon, aber dazu ist es einfach zu schnell weggeflogen und es ist doch nicht ganz ein Ballon. Diese Aufnahmen sind in Amerika und Frankreich analysiert worden und für echt erklärt worden. Und dann haben wir hier selber eine Aufnahme aus der Nähe von Reutte,
wo es so aussieht wie eine Halbkugel mit einer Scheibe unten. Das ist eine Aufnahme, die vom Balkon aus aufgenommen wurde und offensichtlich dasselbe Objekt, wenn es sich nicht bewegt haben sollte, und das sagen die Zeugen mal, ist das dann später nochmal von einer anderen Stelle aufgenommen worden. Dann kann man eine Triangulationsrechnung machen und bestimmen, um was es sich handelt. Man muss natürlich die Negative untersuchen, die Zeugen selber psychologisch befragen. Ja, dann, das hier ist etwas bekannter, die Aufnahme aus Belgien. Ich blätter das jetzt bloß mal schnell durch. Das ist eins von diesen Dreiecken, die häufig gesehen werden. Hier über Gelsenkirchen, aber schon Anfang der 50er Jahre ist das aufgenommen worden. Das hier in Kärnten. Also die verschiedensten Formen zeigen sich uns. Eine der interessantesten und spektakulärsten Untersuchungen sind die Nagora-Fotos, die erst in der letzten Zeit mit NASA-Programmen dann nochmal bearbeitet für echt befunden worden sind. Ja, also bloß mal, um Ihnen da so einen Eindruck zu geben, um was es sich handelt. Hier ist etwas Interessantes. Ein Arzt hat mit seiner Familie in Jemgum so ein Objekt gesehen, das einen Lichtstrahl langsam zur Erde heruntergesenkt hat und dann wieder mit einem helleren Objekt zurückgekommen ist. Das waren drei Objekte, die zu sehen waren. Der Arzt hat keinem von den Nachbarn Bescheid gesagt, weil er sagt, sonst heißt es, der Arzt spinnt, wenn ich die jetzt darauf aufmerksam mache, was da zu sehen ist. Ja, so geht es. Also das hier ist vielleicht eine interessante Geschichte noch. In Plauen hat man 1995 ein riesiges Objekt durch die Hochhäuser gleiten gesehen. Die Hochhäuser waren etwa 12 Stockwerke hoch. Und eine Frau hat direkt aus im 12. Stock hinter ihrem Fenster dieses Objekt gesehen. Diese Lichter rotierten. Also hier diese Lichterkränze, die haben gegenläufig rotiert. Und da haben wir mehrere Zeugen, nicht bloß aus diesem Haus, sondern auch aus der Umgebung. Das ist sehr überzeugend, weil es sehr nahe kommt. Das kann keine Verwechslung sein. Es muss so ein Objekt, man kann immer noch sagen, vielleicht war es ein Ballon. Aber dazu bewegt es sich ganz anders. Dann haben wir hier etwas aus Italien. Ein Objekt, was doch auch sehr merkwürdig aussieht, wie so eine Dose. Auch ein sehr glaubwürdiger Zeuge, der sich dann an die NATO noch gewandt hat. Mit der Bitte um Aufklärung, was er dann gesehen hat. 6 Aufnahmen hat er gemacht, das ist eins der interessantesten. Wir haben dann die Flugbahn verfolgt und festgestellt, dass dieses Objekt in einer Ebene geflogen ist, obwohl die 6 Aufnahmen für sich allein genommen so torkelnde Bewegung zeichnen. Naja, dann kommen hier noch Aufnahmen aus Russland. Also das soll bloß so ein Beispiel geben, was gesehen wird. Aber interessant aus den Berichten sind nun hervorragende Zeugen. Wenn wir zum Beispiel Polizeiberichte bekommen, wenn Polizeioffiziere uns erzählen, sie hätten wie zum Beispiel hier so ein Dreieck fliegen gesehen, in Düsseldorf war das. Also das ist der Bericht, wir wollen ja die Namen vielleicht nicht mal hier vorführen, sondern bloß zeigen, um was es sich handelte. Also sicher kein Flugzeug und vor allen Dingen auch die Bewegung, die das Objekt gemacht hat, entsprechen also keinem bekannten Objekt. Na, sagen wir mal, hier haben sie es nochmal aufgezeichnet, dass an einer Kreuzung das Objekt hier einen sehr engen Bogen, eine Haarnadelkurve geflogen ist. Oder ich habe hier noch einen Bericht auch von Polizeibeamten bestätigt. Das war auch wieder in Düsseldorf. Dann nehmen wir den Bericht raus. So ein merkwürdiges Objekt hier, beziehungsweise, das wurde also hier auch im Fernsehen dann gezeigt. Ja, das sieht schon sehr eigenartig aus. Ja, also dies hier sind Lichter gewesen und das weiß man nicht. Was macht man damit, wenn um diese Objekte nachgewiesenermaßen mindestens 1 Million Mal die Erdmagnetfeldstärke gemessen wurde. Etwas, was wir hier auf der Erde noch gar nicht erzeugen können. Man kann bloß die Hälfte dann noch erzeugen, bis jetzt.
Und warum muss ein Ring um zum Beispiel diese Teleformienobjekte rotieren? Wie geht das denn zusammen? Und in der letzten Zeit sind nun also Theorien verfolgt worden, die für einen Raumfahrtantrieb vernünftig sind, die genau das, was beobachtet wurde, auch theoretisch nahelegen. Das wird zusammengefasst unter dem Begriff Heim-Lorentz-Kraft. Wenn Materie oder ein Ring zum Beispiel in einem sehr starken Magnetfeld rotiert, gibt es einen Auftrieb. Sie sehen, hier ist das auf der Frontseite mal kurz dargestellt. Hier wird ein sehr starkes Magnetfeld entwickelt und mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit rotiert nun ein Ring. Und dann muss es nach dieser Theorie einen Auftrieb geben, also dieser Ring würde hier in diese Richtung beschleunigt werden. Bei kleineren Magnetfeldstärken, also bloß bei 200.000 oder 400.000 Gauss, da ist das, Gauss bedeutet also eine Erdmagnetfeldstärke, da ist der Effekt kaum nachweisbar. Und der geht ganz nichtlinear hoch. Wenn man also 1 Million Gauss erzeugen könnte, dann wäre der Auftrieb hier schon 10 Tonnen. Möglicherweise wird das bei diesen Objekten ausgenutzt. Nur bei diesen flachen Objekten, denn für Dreiecke geht wieder ein anderer Antrieb, das kennen wir noch nicht. Ja, was könnte man als Resümee sagen? Seit 30 Jahren haben wir nun das Phänomen untersucht, und zwar sehr kritisch. Und wir sind dazu dem Schluss gekommen, dass dieses Phänomen der Objekte, die man als unidentifiziert bezeichnet, dass das tatsächlich existiert. Wir wissen bis heute noch nicht, um was es sich handelt. Ob diese Objekte, die intelligent gesteuert sind, das müssen wir festhalten. Ob die aus Parallelwelten kommen, das ist eine Denkmöglichkeit. Ob sie aus der eigenen Zukunft kommen, ist auch eine Denkmöglichkeit. Oder ob sie von fernen Sternen kommen, Planeten ferner Sterne, ist auch eine Denkmöglichkeit. Keine dieser Möglichkeiten ist wirklich untersucht worden. Wir wissen nur, es taucht auf Radarschirmen auf, wir können es fotografieren, wir sehen die Bodenabdrücke, wir können die physikalischen Wechselwirkungen feststellen, aber keiner wagt sich richtig ran, weil die Forschung gar nicht unterstützt wird. Und es wäre schade, wenn wir etwas übersehen, was es in der Welt gibt, was aber aus irgendwelchen Vorurteilen nicht beachtet wird.